Den kann ich dort oben schon erkennen. Ihr auch? Aber der Weihnachtsmann selbst ist noch nicht zu sehen. Gut, ich rufe ihn mal. Weihnachtsmann 2, 3, und glitzert es. Ich komme aus den Schwärmen nicht mehr raus. Ach ja. Nicht wahr, Rudolf? Dieser wunderbare Geruch. Lasst uns eine Pause einlegen. Hallo, Kinder. Während sich meine Begleiter etwas ausruhen, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Vor einigen Tagen begaben sich Rudolf, die anderen Rentiere und ich auf eine neue Reise durch die Winterwelt. Wir nehmen uns hin, Rudolf, ich danke dir. Fast hätte ich es vergessen. Wartet nur ein bisschen, dann komme ich zu euch runter. Also, bis gleich. Christkind muss ich doch jedes Kind beschenken. Außerdem ist der Nebel so stark, dass ich den Weg durch den tiefen Schnee zu meiner Hütte nicht mehr finde. Liebes Christkind, vielleicht hast du noch ein paar Zutaten in deiner Hütte. Wir legen eine Pause ein und backen gemeinsam für alle Kinder Weihnachtsplätzchen. Oh ja, ich habe noch Mehl, Butter, Rosinen und Gewürze. Aber wie finden wir den Weg zu meinem Häuschen bei dieser Dunkelheit? Rudolf, unser Rudolf, wird seine rot leuchtende Nase ganz weit nach vorne strecken. Dann sehen wir sicherlich deine Fußstapfen, die uns den Weg zu machen.